Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Nachmittag. Bin heute spontan, war heute Morgen schon ganz spontan hier live und jetzt wieder. Und heute Abend nochmal, heute Abend aber nicht alleine, um 20 Uhr nochmal mit der großartigen Sabrina, wo wir über die Geheimnisse des Manifestierens sprechen und wie man richtig manifestiert, damit auch richtig coole Ergebnisse bei rauskommen. Und auf ein Thema möchte ich jetzt mal eingehen, auf das liebe Thema Zeit. Weil das ist im Moment, also heute zum gefühlt 100. Mal, bin ich schon gefragt worden, weil ich am Freitag ja mit Sabrina das Programm starte. Thinking into Results, also Denk in Resultaten. Das dauert ja ein halbes Jahr. Das ist eine sehr intensive Begleitung mit regelmäßigen monatlichen Live-Calls mit Sabrina und mir und einer geheimen Facebook-Gruppe. Hallo, liebe Petra. Einer geheimen Facebook-Gruppe. Und die Frage, die mir jetzt heute schon so oft gestellt wurde, deshalb dachte ich teile es mal hier mit dir, jetzt mal auch unabhängig von dem Programm mit Sabrina. Das liebe Thema Zeit. Im jetzigen Zeitalter, wir haben ja alle so das Gefühl eigentlich, keiner mehr hat Zeit. Das ist das meistrezitierte Mantra, ich habe keine Zeit. Rein nüchtern gesehen hat jeder von uns jeden Tag 24 Stunden Zeit zur Verfügung. Auch wenn ich schon mal den Antrag gestellt habe auf 28 Stunden, aber es mir noch nie gelungen, ist mir noch nie genehmigt worden. Trotz Manifestationskünsten. Also jeder von uns hat jeden Tag 24 Stunden Zeit zur Verfügung. Und die Frage ist, wie nutze ich diese Zeit? Wie gehe ich mit der Zeit um? Was mache ich mit dieser Zeit? Wie zufrieden gehe ich abends zu Bett und habe wirklich was erschaffen, habe wirklich was geschafft, kreiert bekommen, wirklich was erreicht? Gehe mit so einem breiten Lächeln im Gesicht zu Bett. Oder gehe mit so einem unzufriedenen Gesicht zu Bett, dass ich noch tausend Dinge, die ich heute eigentlich auch machen wollte, noch mitnehme, mitschleppe in den nächsten Tag. Nicht nur, dass das auf Dauer natürlich auch Rückenschmerzen verursacht und Schultern-Nackenverspannungen, weil man diese energetische Last ja, der Volksmund sagt es uns ja, es sitzt mir im Nacken. Nicht nur, dass ich das damit mit mir rumtrage, aber ich fühle mich ja auch letzten Endes nicht gut dabei. So. Und dieses Thema ist jetzt aufgekommen, weil viele von euch, und vielleicht gehörst du ja auch dazu, sich so von angesprochen fühlen, dieses Programm jetzt mit Sabrina und mir zu machen, wo es ja darum geht, mal ganz tief hinter die Kulissen zu schauen. Die Paradigmen, diese versteckten Dinger da, die sich Paradigmen nennen, die ganz tief in uns verborgen sind, die uns an die gewisse Gewohnheiten, das bringt es besser auf den Punkt, an die gewisse Gewohnheiten ja verknüpft sind. Und jeder hat ja von uns so seine eigenen Gewohnheiten. Wenn wir morgens aufstehen, egal zu welcher Uhrzeit, jeder von uns hat so, Entschuldigung, seine eigenen Rituale, seine eigenen Handlungsabfolgen, was er dann erstmal macht. Gerade einen Schluck Tee trinken. Und jeder hat so seine eigene Art und Weise, also seine eigene Gewohnheit, gewisse Dinge zu machen, egal was es jetzt ist. Und an diesen Gewohnheiten, auf einer unbewussten Ebene orientieren wir uns ja den ganzen Tag. So, und jetzt gibt es Menschen, die haben eigentlich total wenig zu tun und fühlen sich trotzdem gestresst. Und da gibt es Menschen, also rein mal ja, nenn es mal Arbeitspensum, Aufgabenpensum, wie auch immer du das nennen möchtest, egal, die haben ein recht großes Aufgabenpensum, Arbeitspensum und die kriegen richtig viel geschaffen,
und haben trotzdem nicht das Gefühl, dass sie gestresst sind. Woran liegt das jetzt? Das liegt unter anderem, also ein großer Aspekt, und den möchte ich hier mal ansprechen, an den Gewohnheiten, wie wir etwas machen. Und wie wir etwas machen, diese Gewohnheiten, und das läuft alles ganz, ganz tief und bewusst ab, die lassen uns auf eine gewisse Art und Weise ja ins Handeln bringen. Und dann gibt es natürlich viele Ablenkungsmanöver, die tagsüber so einfach da sind, die wir bewusst oder unbewusst auf uns nehmen. Und jetzt komme ich nochmal zu dieser Frage, wo so viele gefragt haben. Wenn ich jetzt nochmal, ich würde so gerne im Programm mit euch starten, aber ich habe das Gefühl, ich schaffe das zeitlich nicht, weil ich muss ja noch arbeiten. Einige sind ja eh von euch bei mir in der Akademie drin, sind da an ihrem Herzensbusiness am Arbeiten, den Seelenberuf zu kreieren und so weiter. Und ich habe noch Familie und habe noch Kinder und habe auch noch einen Mann, der da regelmäßig meine Aufmerksamkeit möchte und was auch immer. Oder belege irgendwo sonst noch einen Kurs und treibe Sport, möchte auch auf meinen Sport nicht verzichten. Oder ich ernähre mich rohköstlich und stehe morgens allein schon eine Stunde in der Küche, wo ich mir dann mein Gemüse und Obst zusammenschnipple. Ich würde so gerne was ändern. Was machen? Es fühlt sich total stimmig an, aber wie soll ich denn das mit der Zeit machen? Und da kommt der Knackpunkt und deshalb dieses Beispiel eben. Es gibt Menschen, die haben rein vom Pensum her wenig zu tun, wenig Arbeitspensum und fühlen sich gestresst, und andere haben ein hohes Arbeitspensum und fühlen sich trotzdem nicht gestresst und fühlen sich da total wohl dabei. Dahinter verbergen sich diese ganzen Gewohnheiten, die machen gewisse Dinge anders. Die haben gewisse Gewohnheiten, sich einfach angeeignet, die sie Dinge anders machen wollen, anders machen lassen, sodass es ihnen leicht von der Hand geht. So, und jetzt stell dir mal vor, wenn du zu denjenigen gehörst, die sich total gestresst tagsüber fühlen schon oder das Gefühl haben, so am Limit zu sein oder arg am Limit zu sein oder ja, denken, nee, noch mehr geht jetzt nicht. Jetzt stell dir mal vor, du würdest so ein paar Gewohnheiten, die bislang auf einer unbewussten Ebene so deine Zeitfresser sind, weil du aufgrund gewisser Gewohnheiten einfach es nicht schaffst, Dinge zu machen oder Dinge so zu machen, die dir wirklich am Herzen liegen. Jetzt stell dir mal vor, du kannst genau die Paradigmen, die Gewohnheiten ändern und dann und erst dann kann doch alles andere, was so in deinem Tag zurzeit einen Platz hat, haben sollte, haben muss, haben darf, so wie du das möchtest, dann kann doch alles andere erst leichter werden, einfacher werden, schneller von der Hand gehen, wie man das so schön sagt. Ja? Nur wir sind ja dann so in der Denke drin, ja, ich mache ja schon das und das und das und fühle mich sowieso schon gestresst und tralala und sowieso. Wenn das wirklich wahr wäre, wenn das wirklich so wäre, dann müssten ja alle, die ein recht hohes Arbeitspensum haben, sich auch total gestresst fühlen und da irgendwo auf dem Zahnfleisch gehen. Aber das ist ja nicht so. Und das hängt einfach mit diesen Paradigmen zusammen, die uns da aufgrund unserer Gewohnheiten, die wir uns angeeignet haben, wiederum aufgrund von Nachahmung in der Kinderstube, Umfeld und so weiter, die uns da gewisse Dinge so machen lassen, dass wir einfach das Gefühl haben, es stresst uns, es geht uns nicht so von der Hand, wie es gehen könnte, und versuchen dann da anzusetzen. Und das kann nicht so gut funktionieren, als wenn du hingehst und schaust, was genau sind in deinem Unbewussten die Dinge, die Gewohnheiten, mit denen du dir es auf unbewusste Art und Weise schwer machst, die dich so auf unbewusste Art und Weise stressen, weil du im übertragenen Sinne und überzogenen Sinne den ganzen Tag am Machen bist, doch nichts
so geschaffen kriegst, dass du abends sagst, wow, was war das heute für ein toller, erfüllter Tag. Stehst du? Die bessere Ansatzweise, langfristig viel, viel wirkungsvollere Ansatzweise, dass du in das Gefühl kommst, du kannst viel mehr erreichen, viel mehr erschaffen, viel mehr kreieren und dabei gleichzeitig weniger arbeiten. Das ist der Knackpunkt. Das ist der Knackpunkt, wo du wegkommst von dieser vielen, gefühlt vielen Arbeit, also die Gewohnheiten, Paradigmen, die sich dahinter verbergen, wenn du dir die anschaust, und dann auf eine Art und Weise tagsüber handelst, wie es von der Hand geht, weil diese Ablenkungsmanöver rundum halt dann einfach nicht da sind und du so viel, viel mehr erschaffen kriegst, geschaffen kriegst, kreiert kriegst, was auch immer, in einem anderen Statement natürlich bist, was ja letzten Endes jetzt nicht nur Auswirkungen darauf hat, auf deine Zeit und auf dein eigenes Wohlbefinden, sondern natürlich ja auch auf die Familie, auf deinen Partner, auf dein Umfeld, auf deine Kinder. Müssen wir uns ja nichts vormachen, das hat da ja auch entsprechende Auswirkungen drauf. Wenn du abends mit einem glücklichen und zufriedenen Lächeln ins Bett gehst, mit einem zufriedenen Lächeln einschläfst, findest du einen anderen Schlaf, wachst am nächsten Morgen anders auf und in diesem Statement, in das du da reinkommst, in dieses energetisch andere Statement, weil einfach Paradigmen, Gewohnheiten, Glaubenssätze und unbewusste Muster und so weiter und Gewohnheiten einfach und nicht förderliche Gewohnheiten durch förderliche Gewohnheiten ersetzt worden, dann macht sich das ja unweigerlich nicht nur auf dich, sondern eben auch auf dein Leben, auf dein Umfeld bemerkbar. Also schau da mal, in welchen Gewohnheiten du, wenn du das möchtest, wenn du da was ändern möchtest, wenn dich das anspricht, in welchen Gewohnheiten du bislang reagierst, wie du sie umwandeln kannst, damit du ja abends mit einem zufriedenen Lächeln zu Bett gehst. Das ist der Knackpunkt, um alles andere auch mit zu ändern. Okay, also das zu dem lieben Thema Zeit. Und nochmal der Hinweis, heute Abend 20 Uhr, Thema Manifestieren, wie du so manifestierst, dass du auch wirklich die Resultate erzielst, die du auch haben möchtest. Wenn du Fragen hast, speziell dazu, gerne jetzt schon notieren und mir gerne auch eine persönliche Nachricht schicken. Ich bin da auch am Sammeln und da gehen wir heute Abend gerne drauf ein oder stell sie heute Abend eben im Kommentarfeld. Wir werden uns da Zeit für dich nehmen. Okay, bis dahin. Ciao.